Blutrausch. Mein neues Video. Cocktail-Video. Blutrausch. Also, legen wir los. Machen wir nicht lang rum. Bevor wir nicht in den Rausch kommen. Blutrausch. Wir brauchen Wassermelone. Wir brauchen Rotmesser. Da schneiden wir da oben die Melone auf. So ein Drittel ungefähr. Und dann fahren wir sie jetzt. Also 1,5 bis 2 Kilo soll ich sagen. So kleine. Gibt es zwei Arten. Warum ich so eine? Weil ihr könnt dann hier nur Strohhalm draus trinken. Man macht dann hier alles drin. Oder wir können es auch, wie gesagt, wir brauchen eigentlich nur den Saft von der Wassermelone, Himbeersaft und 6 Wodka-Gläser. Ja, das ist aber mehr wie Cocktail. Ne? Das gibt dann, ja, man kann schon fast sagen, der richtige Cocktail der Welt. Ne? Wenn er das dort ein richtiger Blutrausch hat, dann packt er das. Und den Mixer brauchen wir. Und zwar tun wir in den Mixer hier mit so einem Eislöffel das Ganze aushöhlen. Ja. Und gleich da rein. Ja. Suchen wir euch noch so ein schönes Stückchen aus. Für später. Ohne Kerne zum Essen. Ne? So sieht es aus. Dann tun wir das Ganze schon mixen. Ne? Ich muss mal gucken. Ich muss hier doch. So. Prima. So, und jetzt tun wir das Ganze. Dann nehmen wir so einen Spitzfilter, dann läuft das besser ab. Filtern. Prima. So. So. Unser Cocktail. Fangen wir mal an. Was kommt da noch hin? Das sind ungefähr, das ist gleich ein bisschen mehr. Wassermelonensaft. Wie Himbeersaft. So 1 zu 3 maximal. Ne? So, unser Wodka. Sorge. Weil das soll nicht so dominant werden. So, hier noch ein bisschen hin. Blutrausch. Boah, gefährlich. So, und jetzt gehen wir hier und machen unser Wassermelone noch drauf. Schön ist, ihr könnt hier schön am Rand das nicht stecken. Ne? So, was brauchen wir noch? Eis. Dann macht der Eis drin. Ungefähr ein Drittel. Ja, man kann immer beim Cocktail ungefähr von einem Drittel Eis ausgehen. Im Face, ne? Ein Drittel voll machen. So. Dann gießen wir unser Cocktail auf. Blutrausch. Und natürlich alles in Rot. Blutrausch. Dann probieren wir mal.
So lecker. Ihr könnt es also Glas machen oder Karaffe, wie ihr wollt, ne? Aber das hat halt so der Gag, ne? So, ich nehme den jetzt mit. Ich wünsche euch ein schönes Sonntag. Bis zum nächsten. Es kommen noch zwei, ich glaube zwei Cocktails kommen noch von mir. Hallo, ciao. Hallo.